Shalom Aleichem. Wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot. Heute Mitzvah 43. Yehud Shelama Ivriya. Das Hochzeitsversprechen von einer hebräischen Megde oder Magde. Warum im Schifra? Magd. Magd. Dankeschön. Das ist in 2. Buch Mosche, Kapitel 21, 8. Es ist ein Vater und er ist sehr arm. Er hat kein Geld. Und er ist hungrig, da hat nicht was zu essen. Er ist schwach, er ist krank. Und er hat eine Tochter. Und er will seine Tochter verkaufen zu Shifra. Zu Magd. Okay. Was macht er? Er geht zu einem Mann und sie darf sich selbst auch einverstanden sein, das zu tun, weil sie sieht, bei ihrem Vater gibt es keine Zukunft, weiter zu leben. Sagt die Tora, dass wenn er kauft eine Frau, eine Magde, er kann sie nicht halten zu Hause allein als Putzfrau oder Haushälterin oder Mägde. Er muss sie früher oder später heiraten, wenn er will sie einkaufen. Er selbst, der Verkäufer, der Käufer, ja? Oder soll er geben diese Frau seine Tochter? Sein Sohn. Sein Sohn. Entschuldigung, stimmt, sein Sohn. Und in dem, was er bezahlt, dem Vater von die Mägde Geld, er bezahlt sozusagen dem Hochzeit von dem Mädel. Okay. Er muss natürlich die Mädel achten, schützen, pflegen, ernähren und mit großer Kavode zu nehmen. Sagt die Tora, Hashem hat große Erbarmen auf diese arme, masellose Mädel und auf ihren Vater, der musste sie sozusagen verkaufen. Und Hashem hat befohlen, der Käufer, sie zu heiraten und zu machen von die Frau eine Gewehret. Weißt du, was eine Gewehret? Eine Madame. Was ist eine Madame? Eine Frau. Eine Dame. Ja, aber was meine ich, wenn ich sage, Frau, sie ist eine Frau sowieso. Was bedeutet das, ein Mann muss die Frau machen zum Gewehret, zu einer Dame? Was heißt das? Respekt und so. Respekt und was noch? Mit ihr umgehen, nicht wie eine... Nicht wie eine günstige, unkoschere Frau, eine, die ihm dienen muss, sondern wie eigene, normale Frau. Also in anderen Wörtern, man kann nicht eine Frau nehmen und von der Frau machen ein Mägde, eine Dienerin. Auch wenn sie war gezwungen für diese Schidur, für diese Heiraten. Es gibt auch Eltern, die zwingen ihre Kinder zu heiraten. Gibt es bis heute Kulturen, wo man sagt dem Kind, du heiratest mit ihr und Shabbat Shalom. Zwangsheirat. Ja. Das ist auch eine Art von nicht. Zuerst muss ich dir sagen, diese Mitzwa ist heute nicht relevant. Es gibt heute keine Mägde und es gibt nicht heute diese Sache. Aber es, egal was war der Grund, warum bist du auch heute geheiratet, auch wenn hat man dir gezwungen, muss man die Frau heiraten und machen von ihr eine Gewehret, eine Dame. Warum? Weil Hashem ist barmherzig. Und wenn der Käufer will sie nicht heiraten, dann soll er sie nehmen und bringen zu seinem Sohn. Weil auch mit dem Sohn von ihrer her wird sie sich freuen und Anerkennung bekommen und ein gutes Gefühl. Oder soll er sie in ein paar Jahre kürzer machen, ihre Arbeit, und befreien.
Warum? Das ist alles, alle Sachen, von die Hashem wollte. Diese Mitzwa ist eine Mitzwa, wo man kann nicht zwingen zu machen. Und die Torah hat in dieser Mitzwa lässt der Mensch freie Wahl zu entscheiden, zu machen, was er will. Und also es geht in ein paar Reihenfolgen. Zuerst besser nicht kaufen eine Frau als Mägde. Nummer 1. Hast du gekauft, besser, dass du sie heiratest. Hastest du sie nicht geheiratet, dann musst du, dass dein Sohn soll sie heiraten. Aber wenn er hat alles gemacht, Karaui, so wie sich gehört, kommt auf ihm ein Segen, bekommt er gute, koschere Kinder und von diesem Sivug, von dieser Ehevermittlung, wird sein was ganz Gutes und Feines. Verstanden? Also das ist diese Mitzwa 23, dass man sich von jungen Jahren, man bestimmt, dass diese Frau soll kommen zu diesem Herr und sie soll mit ihm später heiraten. Es ist schon passiert, so eine Sache, dass Mordechai hat genommen die Hadassa, die Esther, der hat sie adoptiert als junge Mädel und er hat sie zum Schluss geheiratet. Hast du gehört davon? Nicht, dass er sie adoptiert hat. Ja, steht geschrieben, dass er hat sie adoptiert und der hat sie genommen als Tochter, so wie eine Tochter und zum Schluss hat er sie geheiratet. Er war nicht der richtige Vater von ihr? Nein, sie war ein weiser Mädel. Sie war ein weiser Mädel. Sie war ein weiser Mädel, ich kann dir vorlesen. Esther, geboren Hadassa. Esther war weise Mädel und nach dem Tod von ihrer Vater und Mutter hat sie Mordechai genommen als Tochter und sagt Rabbi Meir, sage nicht Bat, sage nicht Tochter, Ela Lebait, Leisha. Und so steht geschrieben in Talmud, Megillah 13b, Sanhedrin 74. B. Und natürlich hat er sie sehr stark gepflegt und geliebt und ja, steht geschrieben, habe ich dir auch gegeben, die Zitaten, wo steht das geschrieben? Also Mordechai war der Mann von Esther. Gut, das ist diese Mitzvah.